Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich stehe jetzt hier vor Birgits Labor und ich muss ehrlich sagen, von dem Zuhause da hinten, ja, also ne, von da, ja, hier ist ja meine zukünftige Burg und hier ist mein zweites Zuhause, das zeige ich euch aber noch. Es ist tatsächlich echt ein Tagesmarsch, ne? Ich bin um 17 Uhr losgelaufen und um 19.37 Uhr bin ich hier angekommen. Meine Güte. So, ich wollte nämlich mit euch zu Birgel, weil ich habe insgesamt 4 Milchmolaren, die ich gerne einlösen würde. Und zwar in Sachen Mutationsgröße. Ich glaube, ich habe jetzt 3, die ich freischalten kann und ich möchte gerne 4. It is nice to see you. So, genau, schaut, ich habe hier 4, ne, und einen goldenen. So, ich möchte aber ganz gerne hier die aktive Mutation erhöhen. So. Wow, war das laut. Okay, jetzt brauche ich 5. Oh Gott, das wird eine harte Aufgabe. So, dann seht ihr sicherlich auch, dass ich noch ein paar Questen offen habe. Die würde ich ganz gerne... Ach so, wartet mal, Mutation. Wenn ich jetzt schon... Ne? Eine mehr aktivieren kann, dann sollte ich es vielleicht auch mal machen. Ich habe jetzt Barbar drin, Kiesel in der Brandung und Haucherlunge. Ja. Kuppte Gras wäre vielleicht nicht schlecht. Giftresistenz, habe ich. Trüffelrüffel. Ich finde das so cool. Trüffelrüffel. Naturkunde. Kiesebeißer, Gras. Hakwa. Was habe ich denn hier noch? Zerschmetterer. Wurmende Herzschläge stärken deine Glieder, um unvergleichlich schwere Schläge auszuführen. Hältst du einen Hammer in den Händen, sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus. Das ist eigentlich auch cool, ne? Heckenschützer. Ah, den sollte ich mal reinmachen. Ach ja, okay. Wisst ihr was? Ich mache mal den Zerschmetterer, weil ich weiß nicht, ob hier dieser, diese frische Verteidigung... ob die auch was nützt oder den Münzhammer, weiß ich nicht so wirklich. Weil den Münzhammer habe ich ja nun nicht mehr. Also nehme ich jetzt mal Zerschmetterer noch mit rein. Ja. Ist, glaube ich, eine gute Sache, oder? Temporäre Effekte, was ist das denn? Effekte, die temporär aktiviert sind. Und das sehe ich wo? Ich habe keine Ahnung. Gut. Ach so, ich wollte gerade sagen, wo ist denn meine Keule hin? Ach so, Quarzit, genau. Ich muss mir Quarzit abbauen, weil in meinem zweiten Zuhause sozusagen habe ich nämlich kein Quarzit. Dann nehme ich mir jetzt also was mit und zwar ist mein Hammer auf der 4. Sehr schön. Weil ich muss unbedingt meine Insektenaxt reparieren. Bombardierkäfer brocken. Glaube ich, war das ja mit der Insektenaxt auch, ne? Die man noch zusätzlich braucht. Habe ich, glaube ich, in meiner Base. Ansonsten muss ich halt welche töten. Das muss ich ja sowieso, weil ich ja die Quest noch habe. Aber mir war es jetzt primär erstmal wichtig, Quarzit zu sammeln. Und ich muss unbedingt immer noch hier runter, ne? Das vergesse ich jedes Mal. Aber dazu brauche ich Fackeln und so weiter. Und die Ameisenrüstung, wenn es geht. Weil da unten sind auch Ameisen. So, Birgit, wir sehen uns später. Wie viel Quarzit habe ich denn jetzt gesammelt? 13, okay, und 9. Ist erstmal in Ordnung. So, nimm dir mal deine Keule in die Hand. Jetzt dürfte es auch dunkel sein, ne? Gut, ich habe ja die Quest Markierungen abgebrochener Eichen-Dingsbums. Eichenast. Würde ich ganz gerne dann, wenn ich schlafen war, erledigen wollen. Und dann kann ich auch gleichzeitig die Samtmim noch machen. Weil dort gibt es davon mehr als genug, die ich dort dann erledigen kann, glaube ich. Ich glaube, das war so, ne? Und kleine Babyspinnen waren da auch. Aber ich sollte das hinkriegen. So, ich kann sowieso jetzt schlafen. Mache ich auch gleich. Wie gut, dass ich überall so ein bisschen Schlafplätze habe, ne? Sonst wäre ich jetzt echt schon wieder... Oh, schon wieder... Ich komme hier nie auf diesen blöden Ast. Why not? Weil ich einfach zu blöd bin. So. Aber ich darf es ja sagen von mir selber. Wenn andere das zu mir sagen, dann bin ich beleidigt. Nein, Quatsch.
beleidigt. So, ich mache mal den Spawnpunkt jetzt hierher. Achso, ich habe ja noch was zu braten. Genau, ich habe ja auf dem Weg hierher, habe ich mir ja noch ein paar... Achso, weil ich die... Ja, gut, ich werde das mal verschrotten. Weil so viele brauche ich davon auch nicht. So, schlafen. I am sleepy. No joke. So, ja, ich habe jetzt gerade nur geguckt. So, ich habe Hunger. Ohne, wartet, apropos Hunger, was mache ich denn? Mein Essen steht doch noch hier. Wow. Koi, mach nicht sowas mit mir. So, Essen. Und Essen, so. Trinken hole ich mir jetzt von dem Tetrapack dort. Und ich wurde im Kommentar wieder darauf hingewiesen, ja, dass ich doch mehr meine Flasche benutzen sollte. Vielleicht die Flasche auch mal ein bisschen upgraden, denn auf 4 Tropfen, Leute, ich benutze die generell irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum, es ist so selten, dass ich die benutze. Oh nein, ich habe hier keinen Tropfen. Wow! Jetzt habe ich die Giftresistenz gar nicht drin. Wo kommst denn du her, du blöde Kuh? Ja, 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 ja. Hab ich mich jetzt erschrocken? Die habe ich gar nicht gesehen gerade. Ja, ich werde jetzt sterben, ne? Aber ist nicht schlimm. Nee, ich werde nicht sterben. Alter Schwede! Auf das Ding, Baby. Moment. Nee, Haucherlunge. Wartet mal, wartet mal. Baba. Kiesel in der Brandung. Auf das Ding. Ach, wartet mal, dann mache ich doch mal die Haucherlunge weg, ne? Alter. Ey, also, ne? Jetzt ist die weg, oder was? Ist die ein bisschen jeck oder so? Junge, Junge, ich habe die wirklich nicht gesehen. Ja gut, dann hat sich das jetzt erledigt mit, ne? Vielleicht sollte ich die immer drin lassen. So. Ah, da ist auch wenigstens der Tropfen. Meine Güte. Das Drecksvieh. Gut. So viel dazu. Ich sollte auf jeden Fall noch 5 Milchmolaren finden. Hab ja auch Gott sei Dank den Skeppy dafür mittlerweile. So, jetzt gehen wir aber... Achso, wartet mal. Was brauche ich denn nochmal für diesen... Ah, ich vergesse das jedes Mal, ne? Ich glaube 2 Sprösslinge. Wo? Da. 2 Sprösslinge, Pflanzenfaser und 1 Kleeblatt. Okay. Ah, komm her. So, hab dich. Ja, komm. 1 Kleeblatt und 2 Pflanzenfasern. So habe ich jetzt den, ne? 1 Sprössling fehlt mir noch. 1 Sprössling. Come on, wo ist 1 Sprössling? Immer wenn ich welche suche, finde ich keine. Da ist 1. Super. Jetzt habe ich alles zusammen für die Markierung. Wunderbar. Wie gesagt, meine Insektenaxt ist völlig hinüber. So, der zerbrochene Eichenast. Laufe ich ja fast schön hin. Ich bin schon 20.000 Mal dran vorbeigelaufen. Aber wenn ich ihn finden muss... Dann ist Hopf und Malz bei mir verloren. So. Diese Markierung hier in 161 Zentimetern sollte ich mal... War ich hier schon mal? Moment mal bitte. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Let's see what's sneaking around here. Hier
hier liegt ja einfach Quarzit rum. Ach, das ist... Ja, natürlich, das ist doch die Höhle hier. Ja. Mhm. Das ist doch die Höhle, ne? Mit den... Mit den Larven. Oder? Leute, wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Ja, ja. Ach so, doch, natürlich, die Larven. Hä? Okay. Ja, gut. Mhm. Alles klar. Ich gehe dann mal wieder. Hier, das nehmen wir auch noch mit. Ich meine, wenn es einfach so rumliegt, ne? Dann machen wir das einfach mal. Okay, ja, gut. Warum hast du das jetzt in der Hand? Ach, Mädel. Du kriegst aber auch nichts gebacken, ne? So, gut. Dann mach mal wieder aus, das gute Stück. Hm. Na gut. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Okay. Ja, Rüssi? Ah, apropos Larve, da oben sitzt eine. Hau ab. Ich will von dir nichts. Ich will von dir doch gar nichts. Lass mich in Ruhe. What do you think lives in that nasty hole? Was? Ja, widerliches Loch. Du hast völlig recht, Hups. Oh, hier ist irgendwo ein Zahn. Garantiert in der Höhle drin, ne? Uah! Drecksvieh. Kleines Drecksvieh. So, wartet mal. Wo ist denn jetzt der Ast? Genau, der Ast ist einfach hier lang. Da ist er. Genau. Aua! Das tat weh. Gut, aber ich muss eigentlich Milm töten. Da sind auch schon welche. Kommt mal her hier. Ich stehe auf euch. Da, genau. Und dann hier nochmal. Und dann da nochmal. Sehr gut. Habe ich schon mal 5 von 10. Das läuft doch alles wunderbar. So, wie komme ich jetzt nochmal hier hoch? Das frage ich mich jedes... Nee, das ist Saft. Ich dachte, das wäre ein Tautropfen. Tautropfen, sag ich schon. Sag schon. Läuse, Honig, Tau. Aber hier ist Trinken. Guck mal. Aber ich komme da nicht ran. Uno momento. Achso, der war das. Bleib hier. Ja, ja. Ich fühle mich jetzt auch erfrischt. Genau, für die Leute, die es immer noch nicht wissen, keine Ahnung, hier ist eigentlich eine Larvenklinge drinne, ja, hier in dem Stein, hier so, eine verrottete allerdings, die man einfach so kostenlos bekommt, zum Anfang des Spiels, wenn man das weiß. So, auf dich habe ich gewartet. Dankeschön. Aber ich weiß jedes Mal nie, wie ich da hochkomme, ne? Ist immer das Gleiche mit mir. Ih. Bist du gerade runtergefallen, ja? Runtergefallen und gestorben. Ich höre das überall, aber ich sehe nichts. So, 8. Jetzt brauche ich nur noch 2. Sag mal, war die Höhle hier auch schon immer? Ja, es ist nämlich keine Höhle. Gut, 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 gut. Ich gehe wieder raus. Ach, so eine Tour sollte... Oh, guck mal, ich habe eigentlich gar kein Leben, ne? Stelle ich gerade mal so fest. Komme ich jetzt von hier hoch? Nee. Da. Komm her. So, nur noch eine bitte.
Und bis dann weiß ich auch, wie ich hier hochkomme. Es ist immer wieder dieselbe Sucherei hier bei mir. Das ist unfassbar. So, da. Gleich wieder zwei. Kannst du mal bitte zuschlagen, Fanny? Dankeschön. So, so viele brauche ich. Ich brauche jetzt keine mehr. Alles klar. Kann ich da bitte rauf? Dankeschön. Haut ab, ich will von euch nichts. Ihr seid alle doof. So, ich glaube, ich muss auf den hinteren Ast, ne? War das der hier oder war das der da hinten? Ja, mal gucken. Werde ich ja gleich sehen. Ich glaube, das war der. Aber irgendwie sehe ich nichts. War das der doch nicht? Ehrlich nicht. Doch, der war's. Haha. Erledigt. Und wieder 100. So, ich werde das, wie gesagt, nicht markieren. Genau. Denn ich mag diese ganzen Markierungen nicht. Nur an Stellen, die ich selber setze oder die ich halt überhaupt noch nicht kenne. Ne? Aber diese Gegenden kennt man ja jetzt hier schon in- und auswendig. So, seht ihr mal. Jetzt habe ich nämlich zwei Questen, die ich mir wiederholen kann von Burgle-Urgle. So, ich laufe jetzt hier lang. Wow. Ich habe kein Leben, ne? Ich bin völlig im Popo. Im A-Punkt-Punkt. Aber das sollte ich hinkriegen. Das sollte ich alles hinkriegen. Ich muss einfach nur wieder... Hallo, Marienkäfer. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen. Liegt hier vielleicht eine Feder rum? Weiß nicht, ich hänge fest. Boah, ist es noch der Grashalm vom Anfang? Vom Tutorial? Oh Gott. Ist das immer noch nicht nachgewachsen? Was macht ihr da? Gut, sie haben sich Läusehonigtau geklaut. Das ist nicht nett, einfach hier mein Essen wegzunehmen. Nein, kleiner Spaß. Okay, dann trinke ich mich einmal hier voll. Na, du Laus. So. Renn mal nicht so viel, Funnylein, weil... Falls hier eine Wollspinne kommt oder so, dann musst du nämlich flitzen. Aber ich will ja, wie gesagt, erstmal zu Burgle-Urgle. Alter. Was ist denn heute hier los? Leco mio. Laufe. Ah! Böse Falle. Ganz böse Falle. Irgendwie sind die heute mächtig aktiv, oder? Die Spinnlein. Ist nicht so gut, muss ich mal zugeben. An manchen Tagen habe ich echt viel Respekt vor den Viechern, ne? Uiuiui. Aber an manchen Tagen denke ich so, ach komm, wenn jetzt eine Spinne kommt, mir doch egal. Seltsam, wie die Fanny manchmal tickt. Tagesabhängig. Okay, so, wir sind gleich wieder da. Heißt aber nicht, dass ich in Sicherheit hier bin. Ganz und gar nicht. Okay, weiter. Kleeblätter sind echt zum Mäusemelken. So. Bisher ist hier noch keine Spinne bei mir reingespawnt, seit dem neuen Update. Aber
Wer weiß, ne? Habe ich irgendwas zum Analysieren? Ich denke mal, nein, habe ich nicht. Okay. Hätte mich auch gewundert. So, Birgit. Gebt mir mal zwei neue Aufgaben. Okay, ich soll drei Marienkäfer töten. Und Krötensumpf, cool. Die Markierung ist ja dort, wo mein Schloss ist. Das heißt also, ich kann ja meine eigene Markierung wegnehmen und kann dann die Markierung von diesem Krötensumpf nehmen. So. Dann will ich mal ein bisschen tauschen, mal gucken. Was habe ich denn? 1-4. Flaschenverbesserung. Ja, okay. Mhm. Hat sich erledigt, weil ich habe nur 1-4. Ja, okay. Ich muss noch sammeln. Ich muss noch sammeln. Na gut, dann ist es halt so. Aber, meine Lieben, die Folge ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich dachte gerade, da war was. Das heißt also, ich werde die Folge jetzt beenden. Und in der nächsten Folge treffen wir uns dann an meinem neuen Zuhause wieder. Und Quarzit habe ich ja jetzt. Dann kann ich auch meine Insektenaxt nochmal reparieren. Und dann möchte ich ganz gerne mit euch ein wenig mehr dort die Gegend erkunden. Ein ganz klarer Fall. Und ja, wir treffen uns auf jeden Fall denn dort, wo ich mein neues Zuhause mittlerweile auch habe. Mein Zweitsitz. Ja? Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.